Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi, das bin ich. Ich bin immer noch in der Stadt Wedel, das liegt ungefähr bei Hamburg und wir gucken uns gerade die Abrollbehälter an. Wir sind gerade bei Nummer 2, den ersten TH haben wir gerade gemacht. Jetzt kommt der Abrollbehälter Atemschutz und Strahlenschutz. Und den schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an mit der Nadine. Hallo. Die Nadine, ihr kennt sie noch vom letzten Mal. So, wollen wir uns den auch noch angucken? Ja. Wofür ja. Nützt er den hier? Bitte? Wann wird der rausgeschickt? Bei jedem größeren Feuer bei uns. Ah, okay. Ja, deshalb auch so ein bisschen, man sieht ein paar Gebrauchsspuren. Ist gute Benutzung, also schauen wir mal rein. Ja. Los geht's. Kommen Sie rein. Willkommen in unserem AB Atemschutz Strahlenschutz. Hier haben wir ganz viele Flaschen, ganz viele Atemschutzgeräte, schon fertige, CSA-Anzüge, Sachen zum Umziehen, Hygieneboxen, Handtücher, alles, was man halt nach dem Atemschutzeinsatz auch braucht. Natürlich auch für ABC-Einsätze, also wegen Strahlenschutz. Hitzeschutzanzüge, Kontaminationsanzüge, Turnschuhe, Gummistiefel, halt auch für nach dem Einsatz. Und das Gute ist, also man kann hier hinten die Klappe aufmachen und dann hat man einen Tresen. Da können dann die Atemschutzgeräteträger ihre gebrauchten Geräte ablegen und neue holen oder sonstige Sachen. Das ist natürlich ganz gut. Ist natürlich hier echt ein Paradies für Atemschutzgeräteträger. Hier ist natürlich alles da und Funk, Handlampen, also LED-Lampen hier überall voll. Hier ist ja echt alles, ne? Und so viel Material. Das ist ja echt eine Ansage hier, ne? Krass. Habt ihr eigentlich auch Doppelflaschen hier, so diese Doppelgeräte für diesen Elbtunnel oder sowas? Wir haben hier Langzeitatmer, ja. Langzeitatmer, genau. Genau, hier. Vier Langzeitatmer haben wir mit jeweils 2 Flaschen. Genau. Muss man eigentlich für die Langzeitatmer, macht ihr eine separate Ausbildung immer? Nee, okay. Nee, haben wir nicht. Also auch von diesem ganzen Regalsystem, das sieht ja echt richtig vernünftig aus, ne? Stabil. Das ist halt bei diesen Abrollbehältern, da muss man nicht auf ein Kilo achten, da wird dann massiv gebaut. Und das ist halt echt, genau. Habe ich so noch nicht gesehen, also echt klasse. Mensch, tolle Feuerwehr hast du hier, ne? Ja. Krass. Unglaublich. Wedel. Wir setzen Trends. Yeah. Nee, schön. Wollen wir nächstes noch angucken, jetzt habe ich richtig durch die begeistert. Fahrt, ne? Ich bin nur voll in Fahrt und bin hier echt nur mit offenem Mund die ganze Zeit. Unglaublich. Gut. Dann der nächste. Vielen Dank. Also reichen kann man euch über die 112 bei euch? Dann kommen so? Wir. Ah, okay. Genau, also das sozusagen Atemschutz, Strahlenschutz, Abrollbehälter. Wenn ihr Fragen habt, einfach drunter kommentieren. Und ich denke, Nadine kann dann Antwort geben. Ne? Auf jeden Fall. Also lass mal, gefällt mir, da hat es super gemacht. Und wir gucken uns jetzt den nächsten Abrollbehälter an. Ich freue mich schon. Bis dann. Irgendwo.